Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit einem kleinen Ankündigungsvideo. Ich möchte nämlich ein kleines neues Format einführen. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass ich gerne eure Fragen beantworten würde und anhand dieser Fragen so ein bisschen, ja, ich sag mal, allgemeingültige Flirtregeln, allgemeingültige Männlichkeits-, Persönlichkeitsentwicklungsthemen durchsprechen will. Das heißt, was ich jetzt euch anbiete, ist hier die Möglichkeit, mir eine spezifische Frage zu stellen zu einem Thema, zu einer speziellen Situation mit einer Frau, aber auch gerne zu Themen oder Situationen aus diesem Bereich Männlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Das werden wir uns dann gemeinsam angucken, beziehungsweise ich werde mir das angucken, werde das hier auf dem Channel in Videos für die Gesamtheit der Leute analysieren und werde dann eben auch gucken, dass ich euch individuell Tipps gebe, aber dass ich auch immer bei jeder individuellen Frage auf ein Gesamtthema eingehe, von dem halt jeder, der zuschaut, auch was hat. Das heißt, du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, als würde ich insgesamt allgemeingültige Regeln und Themen anhand eines individuellen Beispiels besprechen. Und dann kann man meistens sehr gut verstehen, ja, wie sich die Regel dann in der Wirklichkeit ausspielt. Und ihr habt die Möglichkeit, eben mir eine Frage zu stellen, was normalerweise nur meine Coaching-Teilnehmer, die auch in einem finanziellen Verhältnis logischerweise zu mir stehen, normalerweise haben. Und deswegen glaube ich, ist es eine ganz schöne Sache, die auf der einen Seite euch weiterhilft, weil ich euch spezifisches Feedback geben kann, die aber auch für mich interessant ist, weil ich mich dann mit Einzelfällen auseinandersetzen kann. Und natürlich ist es so, die Fragen, die du mir jetzt schreibst, die Situation, die du mir schilderst, die werde ich natürlich inkognito behandeln. Also die werde ich, du wirst nicht beim Namen genannt, sondern es geht einfach nur um diese Situationsbeschreibung. Ich werde deine Situation nehmen, werde natürlich alle Namen und alles, was dazugehört, rauslassen, sowohl die von den Frauen als auch die von dir. Es geht einfach nur darum, dass ich natürlich das, was du mir schreibst, hier auch wiedergebe in den Videos, damit die Leute wissen, worüber wir sprechen. Und du kannst mir gerne deine Frage oder deine Situationsfrage, auch gerne bezüglich der anderen Themen, die ich eben erwähnt habe, schicken an frauenansprechendtipps@gmail.com. Ich blende die E-Mail-Adresse hier auch noch einmal ein, frauenansprechendtipps@gmail.com. Je mehr du mir schreibst, je ausführlicher du schreibst, desto besser. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die ausführlicheren Fragen eher nehmen als Fragen, die kurz gestellt sind. Also je genauer du sein kannst, desto besser, weil je mehr kann ich damit anfangen. Einfach so eine ganz kurze Ja-Nein-Frage bringt hier halt auch niemandem im Video etwas oder irgendwie weiter. Ich werde natürlich auch Fragen nehmen, anhand derer ich allgemeine Kriterien besser darstellen kann. Deswegen schreib mir eine ausführliche Frage, nutz diese Möglichkeit und dann können wir deine spezifischen Fragen, deine individuellen Probleme hier auf dem Channel besprechen. Ich werde vielleicht so ein, zwei Videos die Woche mit Fragen machen, vielleicht eher in die Richtung ein Video, mal gucken, wie viel da kommt und wie viel ordentliche Fragen da auch kommen. Aber das hier mein Angebot an dich, so ein bisschen am Channel teilnehmen zu können, deine Fragen stellen zu können, natürlich unerkannt, natürlich inkognito, keine Namen, es wird keinen Rückschluss darauf geben, wer du bist. Alle persönlichen Sachen werde ich natürlich aus den Fragen rausnehmen, das ist, denke ich, soweit klar. Wie gesagt, schreib mir das gerne an frauenansprechendtipps@gmail.com. Die Adresse habe ich eingeblendet hier im Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.